So, die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Schwertkurse fortgeschrittene, der Wirbel ist bekannt. Im Rollen das Schwert schwingen. Maximus hatte ich gelehrt. Maximus, der größte Meister der Schwertkunst von Hyrule. Hatte ich gelehrt, kurz vor dem Aufrichten das Schwert zu zücken. Man kann es aber auch schon ziehen, wenn man gerade anfängt zu rollen. Das ist alles eine Frage des Timmings. Konzentriere dich, trainiere. Auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem simplen Schritt. Hallo, voll geklaut der Spruch, ey. Alt echt. Was tun, Meister Magnus? Dubios tarnen sich. Was sind Dubios? Dubios. Hab ich vergessen. Sie tragen dubios Büsche oder Steine auf den Rücken. Das ist sehr dubios. Ja, eigentlich schon. Und verstecken sich so. Das sind die Ausrufezeichen-Viecher. Es gibt noch andere Wege, sie zu entlarven, als sie hochzuheben. Mit einem Pling des Wirbelstabs. Mit einem Sog des magischen Krugs. Ja, ist das nicht lehrreich? Nein, weil das kann man mit allem machen. Ich weiß ja nicht genau immer, wo jetzt unter welchen Steinen so ein Viech ist. Spast. Hey, du Scheiße. Die 8 Wunder von Hyrule. 7, die Bob-Oms. Bob. Alter, was für Bobs. Die Bob-Oms sind... Ja, lassen höchstwahrscheinlich eine Bombe liegen. So heißt es, es könnte allerdings auch ein Märchen sein. Was? Moment. Bob-Oms sind eine der 8 Wunder von Hyrule? Hä? Ah ja, ich dachte eigentlich, es wären die Items, aber okay. Was sind Bob-Oms jetzt? Bob-Oms sind eigentlich Gegner aus Mario, die haben sie in den Teil hier mit eingeführt. Laufende Bomben. Wenn du so mit dem Schwert schlägst, dann laufen die blöd rum und explodieren irgendwann. Okay. Das sind aber nicht die, die du am Anfang da, die man schon am Anfang findet. Ja, die trifft man doch relativ am Anfang doch. Wusst, okay, das soll ein Wunder sein. So, bitte, ja, kannst du, und ja, ich möchte den letzten Band bestellen, dankeschön. Ich wahrscheinlich bestimmt erst nach dem Spiel bekomme. Oh. Magnus Schwert, Band jetzt hättest Nummer du letzte. Wieder die Rubine gebrauchen können. Ja, eben. So wirst du Junior-Schwertmeister. Sicher wünschst du dir schon, die Wirbelattacke schneller auszuführen und die Körperteile schneller zu aktivieren. Die große Wirbelattacke über längere Zeit ausführen zu können. Solche Gedanken hat jeder gute Schwertkämpfer. Es soll Menschen geben, die diese Fähigkeit gemeistert haben. Ja, ich weiß, Magnus, aber... Ja, ich bin ein bescheidener Mensch, muss ich mal sagen. Angeblich kannst du sie treffen, wenn etwas Glück im Spiel ist. Hier ist sehr gut umschrieben. Nee, mal im Ernst, eigentlich sehr schön umschrieben. Was tun, Meister Magnus? Einäugige Steinstatuen, sie bewegen sich, wenn dein Pfeil ihr Auge trifft. Das erfährt auch man jetzt halt. Jetzt erst, ne? Wobei sie schon vor dem dritten Tempel vorkommen, ja? Ja. Aber jetzt erst so irgendwie Tipp. Das wenn du sie besiegst, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Pfeile fallen. Ne? Also verschießt deine Pfeile, aber trifft dann auch mit dem letzten Pfeil. Mhm. Ja. Das kommt mir so vor wie die Tipps, die man bei Spyro immer bekommt. So, man bekommt eine neue Gegnerart, muss dann erstmal 10 von den Viechern umbringen. Und dann taucht plötzlich die Fee auf und sagt, wow, schau mal, du kannst diese Viecher so umbringen. Die 8 Wunder von Hyrule. 8 Armors von den Minish erschaffen. Was? Sie lassen manchmal Glücksfragmente fallen, wenn du sie besiegst. Hä? Sagt man jemals? Armors. Es wäre auch geil, wenn da irgendwie ein Bild oder sowas drin steht, so schlecht gezeichnet oder so. Ja. Das war der letzte Band. Wenn du mich sehen willst, bist du ja herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Lesen und jetzt noch zum letzten Mal. Wohl auf und gab dich wohl. Tschüss. Alle Ausgaben der Magnus Schwertfibel sind fertig. Die waren doch sehr informativ, oder? Du Schlaumeier! Ling! Moment. Achso. Okay. So. Okay. Aber warum ist jetzt da die Bibliothek zu? Gute Frage, ne? Da will ich auch als nächstes rein. Da kommt ist der man da nicht Ausländer. Irgendwie noch anders hin? Kommen wir auch als Minish noch rein, oder? Ja, eben. Farore, hi. Fragmente waren sicher. Hast du das? Hast du das? Ja, du hast das. So, was denn komm ich Perfektor? Denn? Weißt schon, was jetzt da kommt? Welt von der Banta, goldener Gegner, oder? 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 Gülden. Okay. Ein Schmetterling? Ein Schmetterling. Der macht irgendwas besser. Der macht irgendwas besser. Der macht irgendein Attribut besser. Ich glaube, er erhöht die Verteidigung. Dauerhaft halt. Was? Das ist sau nice. Das lohnt sich ja dann wirklich. Aber der kann nicht wegfliegen, oder? Ich glaube nicht, nein. Weil das wäre ja... Ich weiß auch gar nicht, ob man den mit dem Glas fangen muss. Wenn der so über die Map dann so ein bisschen drüber fliegt und der ist dann immer wieder... Ja, stimmt. Ort. So. Was denn? Ja, was denn, Meister Typi? Und wo ist der Typ, der ständig irgendwelche Häuser haben will? Tja,
Der hat's aufgegeben. Okay. Vielleicht wird er als Geisel gehalten in der Bibliothek und du musst in Slow Motion ihn befreien. Yeah. Aber mich interessiert jetzt mal echt, was in der Bibliothek los ist. Wenn ich da reinfalle, kann ich dann wieder... Ja, gut. Ja, ich kann als normaler Link nicht... Als normaler Link kann ich das nicht einmal als Minish. Sicher, sicher. Aber ich kann ja nicht darüber laufen, oh mein Gott. So, was gibt's denn hier noch sehr so? Sehr viel Sinn. Nix. Schneller Vorlauf für den Arsch. Bla bla bla. Ich voll der Cheater. Vor allem, ja, ich kann einfach so an Land, ne, aber ich brauch das hier unbedingt. Ja. Vor allem, kannst du dann wieder zurücklaufen über das Brett auch wieder drüber? Also ja. Von der anderen Seite? Ja. Geil. Ich meine, das Brett ist ja auch nicht irgendwie mal mega. Ja, hoch. Ja, eben, genau. Auch der Piepplatz ist weg. Was zur Hölle? Gut. Warum sind so viele Viecher weg? Du hast das Spiel gehackt. Der Hund ist doch auch weg. Der Hund ist auch weg? What the fuck? Was geht? Ist aber nicht jetzt wegen Schloss Hyrule, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Mr. Typi, der du mir den Weg zum Schatz gesagt hast. Nee, okay. Ist die Katze in dem einen Haus auch weg? Oh, they make out! Was laberst denn du hier? Nach diesem Buch möchte ich etwas Romantisches lesen. Ah ja. Wie auch immer er, dieser kleine Minish, dieses fette Buch dahin bekommen hat. Und wie auch immer die Seiten umblättert. Ja, gut, Seiten umblättern stelle ich mir gar nicht mehr so schwierig vor. Hm. Kamin muss man, ja, genau. Kämmeln. So, erstmal in das Haus von Faore rein. Da ist ja der Minish, dessen Haus sie einfach mal so blöd weggemacht haben. Ah ja, okay, es macht ihnen anscheinend nichts aus. Oh, ich bin ein Glück, dass ich das Bild verlassen habe. Ich meine, da waren ja nur meine eigenen ganzen Sachen drin. Da mein persönliches Eigentum, mein ganzes Leben, was ich mir aufgebaut habe. Braucht man nicht, ne? Nee. Oh, hi. Was machst du denn hier? Ey, was geht, Alter? Dschungel. Was für ein Dschungel? Egal. Ja, auch diese Brücke hier brauche ich. Achso, na gut. Also wenn man zum ersten Mal dahin geht, dann hat man ja hier den. Noch keine, ja genau. Also kannst du ja kann nicht. Man nicht schwimmen, genau. Okay, ich komme hier gar nicht zur Bibliothek. What the fuck? Hä? Aber du kommst doch da. Also das war. Stimmt, da gab. Das war doch irgend so ein ganz doofes, total easy peasy Rätsel, wo du irgendwie voll lange dafür gebraucht hast. Aber in Wirklichkeit irre einfach war. Gibt's hier drin noch irgendwas? Schnecken. Schnecken, ja, wow. In Rahmsoße. Wow. Oh, Kiste. Oh, sogar mal ein sinnvoller roter Rubin. Ja, ausnahmsweise. Was macht er eigentlich mit den ganzen Rubinen, wenn er schon voll ist? So, wegschmeißen. So. Oh, ein fetter roter Rubin, der ist mal 200 wert. Ja, brauche ich nicht. Und ich lege ihn auch nicht mehr zurück in die Kiste, sondern ich schmeiß ihn einfach weg. Ja, schon krass, ne? Ja. Ein verschwenderischer kleiner Sack. Au, au. So. Ja, dann mache ich den Dungeon nochmal, weil ich glaube, man kann hier noch Sachen machen. Hm. Wie zum Beispiel eine große leere Kiste vorfinden, weil da das Schwimmzeugs drin war. Oh. Okay, hier gibt's doch nichts mehr. Ja, okay. Na, ja, wenigstens. Achso, ich kann ja da nicht wieder zurückkommen. Ja, stimmt. Also war doch nicht ganz gewastet, aber ja. Trotzdem. Die Katzen sind weg. Ich meine, hallo? Hä? Was ist los? Ah, ich habe doch die Nuke vorhin gezündet. Ja, mit Sicherheit. Das hat einfach mal totale Vernichtung ausgerufen. Mhm. Bla, so. Und die anderen sind halt schon wieder respawned, aber... Bei den Katzen, du. Die haben halt eine Einstiegsverzögerung. Jetzt machst du ja draußen, geh schnell nach Hause. Warum? Was haben denn jetzt plötzlich alle Wachen, die ja, auch... Wegen die dem auch Schloss sind? Wahrscheinlich, aber... Was, wir sind jederzeit... Ja, ja, gut, das hast du schon immer gesagt. Sagt der Postbote jetzt auch was anderes? Glaube ich nicht, oder? Mal gucken, ob wir ihn treffen. Hm. Was sagst denn du eigentlich? Naja, Lon-Lon-Milch. Bla, bla. Ja, bitte, dann kann ich gleich mal was trinken. Achso, mir fehlt nur ein Dreiviertel, das ist er dann nicht. Egal. Du! Dass der König sich so verändert hat, liegt bestimmt doch an den Monstern. Schnauze! Der König ist befreit, ja, eben. Ja, aber regieren kann er nicht wirklich, weil er Vati die Regierung übernommen hat. Ja, aber trotzdem, ich meine, der König hat sich ja in dem Sinne nicht verändert dann. Nee, hat er nicht. Er hat jetzt seine Persönlichkeit geändert. Wie komme ich? Oder kommst du da gar nicht hin, sondern du konntest nur als Minish-Captor, als Minish runtergehen? Um ja, ich glaube, die Bibliothek war irgendwann. War das nicht so, dass ich irgendwie. Ja, genau. Schau, das war so. Ocarina, bla bla.
dieses Windmal, was schon von Anfang an auf ist, was dir aber nie wirklich auffällt, dass es auf ist. Okay. Da kommst du hin, sonst kommst du gar nicht anders hierher zu diesem Minish. Dann gehst du da rein und der Minish sagt dir, oh, endlich ist die Bibliothek offen. Dann gehst du zurück in die Stadt und oh mein Gott, du kannst in die Bibliothek. Ah. Ja. Ja, du bist unschlagbar, bla. Schnauze. Hier sieht auch so aus, als würde da irgendwann mal spawnen, ne? Ja. Na, egal. Vielleicht eine Kiste irgendwann mal. Also das wäre so ein perfekter Kistenplatz eigentlich. Lol. Wow. Hm. Du kannst mit einem magischen Stab Unkraut jäten. Ja. Also ich muss schon sagen, ich bin irgendwie verwirrt. Oh, vor allem, was jetzt die ganzen Leute haben, die müssen sich eigentlich ziemlich freuen, dass du den König befreit hast. Ich glaube, das wissen die aber noch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, was hat denn der König dann bisher gemacht? So, ja, okay, ich bin befreit, aber ich sag's niemandem, weil das ist mein kleines persönliches Geheimnis. Ich habe keine Ahnung. Ernsthaft. Hm. Wir können hier schwimmen. Seitdem waren wir auch, glaube ich, nicht im Bürgermeisterhaus am See. Echt nicht? Deswegen, muss ich mal reingucken. Das ist natürlich praktisch. Ja. Oh, oder auch nicht. Egal, da will ich glaube ich gar nicht rein, sondern. Yay! Okay. Marsch das Speed. Hallo du, du hast mir nichts zu sagen. Bist du gekommen, um meine Bohnen zu stehlen? Bohnen! Ich rede gerade genau wie der Älteste oder was, er redet ganz anders. Oh, das ist mal ein unfreundlicher Minish. Hat man eigentlich auch nicht. Hm. Hallo! So. Aha. Was war denn das gerade? Ich bin immer wieder reingegangen. Achso. Warum auch immer. Ja, weil das so blöd ist. Weißt du, du drückst nach oben in die Leiter und dann schließt du vor dem Loch und wenn du nach oben weiterhin drückst, dann bist du wieder in dem Loch. Ah. In dem Loch hier drin war ich schon. Wozu hat man da den kleinen helleren Kreis, wenn man sowieso alles sieht? Stimmt, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Sinnlos, Fragezeichen. Oh, kann man sagen. Warst du da auch schon drin? Ja, stimmt, aber das war ja am Anfang. Und in dem Eis... Ja, das stimmt, das war ja der Fall aus. Okay. Das war der Tempel des Tropfens. Oh. Au. So, was haben wir denn noch so? Hier ist auch nichts. Ich dachte, man kann hier irgendwas awesome, überepisches mit einem Minisch... Ah, da unten. Ah. Versteckt. Obwohl, kommst du ja nicht einfach auch wieder ganz normal in den Wald zurück, wo eigentlich nichts Besonderes ist? Ich weiß es nicht. Hier war ich doch schon, da war ich mit Evil. Ja. Ja. Das war die tolle Stelle, ja. Genau die. Warum kann ich jetzt Minish tauchen? Warum nicht? Du kannst jetzt halt an Stellen tauchen, wo du sonst normalerweise drauf stehen könntest. Toll. Gibt's da irgendwas was Besonderes? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wäre an sich schlecht für Link, wenn es in dem Spiel Fische gibt. Ja, einfach flop, ja, stimmt. Spiel vorbei. Und da kann er natürlich dann nicht mehr drauf, oder was, auf die Bretter? Nee. Ah ja, nur die Bretter bei der Brücke. Ja. Hm. Ich glaube, im Haus gibt's nichts mehr, aber ich dachte, man kann ja als Minish noch irgendwie besondere Sachen machen. Ich weiß nicht, hatte ich so irgendwie ein Gefühl. Ich glaube, die hast du schon alle gemacht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich wüsste jetzt auch nicht. Es gab hier am Hyliasee auf jeden Fall irgendeinen Typen, der einen ganzen Herzcontainer gegeben hat. Oder was im Tyloria-Wald, ich weiß es nicht. Hm. Oh. Mysteriös. Ich frage mich echt, was jetzt mit der Bibliothek ist. Vor allem, warum hat man die jetzt dazu gemacht? Ich meine, das ja, hat doch keinen Sinn. Ja, macht auch keinen Sinn. Nee, macht's echt nicht. Seltsam. So, Skill Dodge. So. Okay, Wald. Da will ich eigentlich Wald. Nicht rein. Truhe. Leere Truhe. Laden der Hexe Syrup, Bürgermeister Agashaus am See, ja. Ist da wieder irgendwas Interessantes, Neues? Oh, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Das rote Elixier und nee. Hm. Ich würde auch sagen, Tom, ja, du kriegst gleich was zum Essen. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt dann langsam mal Schluss. Oh. Oder, Moment, ich zeig dir nochmal das Schloss. Ja, das würde ich schon auch gerne sehen. So. Du kennst es ja noch nicht, also ich meine, wenn du es hier siehst, dieses Video, dann kennst du es schon. Mhm. Vor allem, weil ich es dir jetzt zeige. Aber auch vor allem, weil dann der Part oben ist, wo man das Schloss sieht. Und Tom, du bist nervig! Oh, ja, du putzig. Nervige Katze. Putzige Katze. Putzige Katze, die sich nur einschleimen will, um was zum Essen zu bekommen. Ja, ist doch niedlich.
Ja, ja. Nehmen wir vor, der würde jetzt zu dir herkommen und zerkratzt dir erstmal deine ganze Inneneinrichtung. Sei erstaunt.